Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios, einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal und wir sind noch mitten im Baumhausbau. Ich muss ja gestehen, mir fehlt eine Folge. Ich habe aufgenommen, oder besser gesagt, ich wollte aufnehmen, habe nicht aufgenommen. Da habe ich einfach mal hier ein bisschen abgetragen, weil ich habe mir überlegt, ich werde mir den nächsten Baum auch noch hier mit einverleiben. Und außerdem habe ich noch etwas gemacht. Ihr seht, hier ist die Leiter weg. Die habe ich einfach eine Etage tiefer gesetzt. Und hier ist auch ein Portal. Also hier geht man dann runter, so zack, zack, zack. So schön in Abschnitten. Und ich hier unten, richtig cool, von außen. Den Übergang siehst du auch nicht. Und ich werde schon wieder angegriffen. Ah! Was macht der denn hier? Ich bin irgendwie mit der Tasten falsch. So, jetzt haben wir es aber. So, stirb! Und deine Verwandtschaft gleich mit! Da! Geben Sie Ruhe. Schrotte dich aus! Ja, bleib bloß weg. Wir gehen mal wieder nach oben. Weil ich finde das irgendwie cool mit den abgesetzten Leiter da unten. Gefällt mir gut. Muss nur aufpassen, dass man da nicht in den Portal flutscht. Vielleicht mache ich den doch nochmal woanders hin. Und dann kommt man hier hoch und denkt so, wow, what? Geht ab. Nee, also richtig cool. Und ich würde ja gerne auch so ein bisschen Wasser hier mit einbauen. Ich weiß noch nicht wo. Das könnte hier auf jeden Fall so runterfließen. Hätte vielleicht was. Machen wir hier mal so ein bisschen raus. Natürlich in der Hoffnung, dass wir hier nicht drauf gehen bei. So. Noch ein tiefer passt wahrscheinlich nicht, ne? Wohl. Können wir hier nämlich auch noch ein bisschen was drunter setzen. Ein bisschen Sand oder so. Oh, hier. Ah, das ist auch cool. Hat sich ein bisschen was verfangen. So. Und dann kann der Wasserverruch hier, sag ich mal, hier so oder hier oben entspringen. Ist natürlich auch cool. Lass man den doch mal hier rauslutschen. Ja, wo müssen wir denn hin? Eine ganze Ecke tiefer. Mal einen rausnehmen wegen dem Sand. So, aber das sieht ganz gut aus. Mein Handy macht gerade Tango. Es vibriert so fleißig vor sich hin. Ui. Was habe ich denn da freigespielt? Ein kleines Löschle. Oh, das geht mir jetzt aber auf den Sack. So, Ton aus. Selbst Vibration aus. Okay. Hier machen wir mal zu. Und hier drunter auch. Hier habe ich mir ja gerade überlegt, ich würde hier doch gern so ein bisschen Holz machen. Na. Zack. Dann flutscht das hier so rein. Flutschi flutsch. Knallt dann hier so raus. Das nehmen wir mal so mit. Ein normales Holzchen. Da haben wir gleich noch die Lianen gerettet. Gerettetet. Ja, aber ich glaube, das könnte ganz gut werden. Mal noch so quer. Und
dir kommt das dann so rausgeschossen von mir aus. Doch, ich denke, das wird was haben. Wenn es fertig ist. Dazu müssen wir uns erstmal nur was holen, glaube ich. Ich brauche Sand. Ich brauche Wasser. Und da zeige ich euch gleich noch was, was ich in der Aufnahmepause aber gebaut habe. Wir flutschen jetzt hier durch. Leider sind die Ladezeiten da, sonst wäre es noch viel cooler. Wenn er direkt so zack, zack und da ist er. Weil ihr seht, da kommen wir hier raus. Richtig lustig. Ist noch nicht ganz fertig. Ich kann mal nochmal hierher gehen. Da hinten haben wir die. Ich habe die so ein bisschen eingebaut. Ich hätte noch tiefer gehen können, aber egal. Hier fehlt noch ein bisschen Decke. Aber so an sich fand ich das schon ziemlich cool. Kommst hier quasi zum Hauptbahnhof. Und dann geht es hier halt wieder weiter. Richtung Heimat. Also das möchte ich ja sowieso noch ein bisschen mehr anbieten. Ist zwar jetzt etwas länger, ich weiß. Aber so sieht man das auch wenigstens. Dann heißt es nicht ganz umsonst gebaut. Hier haben wir noch die kleine Zwischenstation, wo irgendwie keiner hält. Dann kommen wir hier direkt ins Lager. Tada! So, flupdiwupp. Was ich will, ist etwas Sand. Das haben sie übrigens auch wieder umgepatcht. Das wird nicht mehr so, wie es mal sollte. Da kommt immer ein bisschen mehr Sand mit. Wer weiß, ob wir es brauchen. Und Wasser. Ich denke, dann haben wir alles. Ne? Moos, Wasser will ich jetzt nicht unbedingt. Noch was, wo wir schon mal hier sind, was wir mitnehmen können. Ja, noch ein paar Stühle. So, können wir mal einstecken. Na, auf den ersten Blick sagt mir jetzt nichts weiter zu. Die können wir auch noch mitnehmen. Hier so ein paar Türen, Bücherregale. Haben wir hier irgendwie ein bisschen Obst, Gemüse. Ich hatte überlegt, vielleicht baue ich mir da auch ein bisschen was an. 2, 3, 4, 5, 6. Die sollen ja nicht verhungern da. 3, 1. Überall Obst und Gemüse rumschwirren. Ist ja krank. Pilze. Nee. Da müssen wir wohl oder übel nochmal schnell hoch. Zum. Wo habe ich das denn alles lagern? Ich glaube, das müsste alles in der Mühle sein. Das sollte auch mal in die Scheune wandern, eigentlich. Wo ja eigentlich genug ist, ne? Ah, mein Schiffchen. Hier ist auch noch nicht fertig. Was machst du denn hier? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. 1, 2, 3, 4. Passt. Wackelt und hat Luft. Dann können wir jetzt ja noch einmal darüber laufen. Ah, so ein kleiner Rundgang ist immer schön. Unsere Statue. Fehlt mir auch noch der Boden. Überall so halbe Sachen. Und egal, wie oft ich den da runtersetze, der kommt immer wieder hoch. Hi. Wie geht's dir denn? Gut, Gott sei Dank hast du ein Glöckchen an. Können wir mal kurz hier Luki Luki machen. Der ganzen Myom geht es eigentlich soweit ganz gut. Da haben wir ein paar Fremdviecher drin. Und da wächst gar nichts. Okay. Gehen wir mal zur U-Bahn. Einsteigen. Der Zug fährt ab. Blub. Na da. Bitteschön. So. Läuft bei uns. Ja, noch ein bisschen schneller hochrennen an die Entfernung und alles wäre schick. Nur guck mal, jetzt kann man hier auch schon gut weit sehen. Irgendwann müssen wir den Turm auch noch fertig machen. Oh.
So, jetzt steigen wir hier ein und schwupp ins Portal. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, wenn er direkt wieder rausschießen würde, wäre noch viel geiler. Aber ich glaube, dadurch, dass er so lange lädt, bleiben wir einfach an Ort und Stelle stehen, wenn wir jetzt ankommen. Leider Gottes. So. Gucken wir mal hoch hier. Wir kleiden das Ganze mit Sand aus. Na, so. Bom, 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 bom. Bis hierher. Das Coole ist ja echt, dass man das von unten nicht sehen wird. Weil so ein Baum doch sehr massiv ist. Ich überlege, hier kann man die gleich mal so machen. Und das Wasser soll ja hier unten entstehen, quasi. Ja, mal so. Mal gucken, wie es wirkt. Ja. Ja, ich glaube doch ganz gut. Außen noch verstecken. Angst, dass das hier so seitlich dann rausflutscht. Und dann machen wir mal so. Ich mal gucken, wie das passt. Rein theoretisch hier am besten auch Sand. Dahin. Das ist jetzt nur optisch. Na gut, das ist ja generell immer optisch. So. Ein kleines Flussbett. Machen wir ruhig mal bis an die Seite. So. Mal gucken, ich weiß noch nicht, wie sich das entwickelt. Okay, jedenfalls haben wir das jetzt hier oben schon fertig. Dann lassen wir mal Wasser fließen, würde ich sagen. So, jetzt lauf! Komm mal. Willst du mich ärgern? Doch so. Ha! Wie mein ist das denn? Was ist denn hier kaputt? Ist ja lustig. So, und hier denke ich mal doch, dass das, wenn das fließen sollte, nicht richtig fließt. Deswegen nehmen wir das hier nochmal so raus. Machen hier ganz normal so hin. Ja, das war doppelt. So. Dahin. Hier so. Ich nehme an, nach einem gekonnten Neustart wird es fließen. Ah, lustig. Spritzer. So, ist aber ganz schick. Finde ich.
Dann flutscht das später hier so runter. Genau dahin. Ich mach mal so rum. Ich hatte jetzt überlegt, spring runter und setz unter mir einen Wasserstrahl hin. Dann dachte ich mir so, nein, lieber nicht. Wir werden mal nur verrecken. Deswegen machen wir das mal lieber so. Ja, da kommt das Wasser jetzt raus. Hier ist ja auch ein See. Nee, doch nicht. Wo kommt's runter? Ich glaube, das ist hier so, oder? Ah, einen kleinen Tümpel. So, das nehmen wir mal mit hier. Soll es doch gediegen hier reinflutschen. So. Wird schon passen. Wie gesagt, ich denke mal, nach dem Neustart fließt es oder ist es wieder komplett weg. Ich weiß es nicht. Ab in die Räuberhöhle. Ein Fluss im Baum. Und hier so einen schönen Garten. Na, hier nur so zumachen. Die Hoffnung natürlich, dass es ziemlich natürlich aussieht von außen. Können wir noch eine ganze Charge wegnehmen. So. Setzen wir mal noch ein Bäumchen hin. So. Wie gesagt, hier kann ich nicht mehr viel machen. Hier geht es nämlich raus. Hier wäre also Ende. Aber sollte eigentlich reichen. Wenn wir jetzt hier quasi noch einen schönen Weg hinsetzen. Tiefer kann ich übrigens, glaube ich, nicht gehen. Oder? Ich muss mal gucken. Weil irgendwann ist ja auch Ende. Da ist es. Nee. Okay. Dann lassen wir das ruhig mal auf der Höhe. Dann machen wir hier den Boden rein. Und dann ist gut. Boden habe ich alles zur Seite gelegt gehabt. Da ist er. Es wird ein schönes Baumhaus, wenn es fertig wird. Wenn. Jetzt ist der Fluss natürlich ein bisschen zu tief. Aber da gehen wir einfach wieder runter. Ist halb so schlimm, glaube ich. Besser gesagt, sogar schon hier, habe ich mir gerade überlegt. Und hier läuft das ruhig bis... jetzt muss ich kurz überlegen. Baum. So. Ui, da ist ja auch schon Ende. Das ist blöd. Wie gesagt, hier will ich das ja eigentlich nicht so groß sichtbar machen. Was haltet da denn davon? Mama, ich guck mal hier. Ja gut, den muss ich jetzt ersetzen. Ich mach das jetzt mal so. Ungefähr.
Kann ich hier nochmal zumachen? Jetzt muss ich kurz schauen. So, und die Treppe setze ich hier so runter. Also sprich, zumachen. Hier die Treppe. Ich hole mal Treppe. Wo ich die jetzt schon wieder hingetan habe, weiß ich gar nicht. Da. So, hier mal ein bisschen weg. Gut, hier wäre Wand. Da rücke ich hier so ein bisschen stufenhaft. So, zack und oben. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich muss ja auch noch Zaun hin. Sprich, ich muss noch mal einen rüber. So. Hier mit dem Abgang gucken wir uns dafür gleich an. Okay, wieder zumachen. Jetzt habe ich das natürlich weggepackt. Läuft. Holz brauchen wir immer. Das mache ich in dem Fall auch hier hin. Und dann kommt hier einfach Zaun drauf und gut ist. So. Hier dementsprechend auch. Und so. Sieht doch ganz gut aus. Wenn man hier so hoch und immer höher und höher und höher. Ja doch, mir gefällt das. Ich hoffe euch natürlich auch. Vor allen Dingen, was ihr von meinem kleinen Flussbett hier oben haltet, bin ich ja sehr gespannt auf Kommentare. Und wenn es richtig fließt, mal schauen, wie es dann aussieht. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt bei mir auf meinem Kanal Creativeverse. Bis dahin!